بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Schwestern im Islam, der Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام hat uns davor gewarnt, in der Religion zu übertreiben. Er sagte: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Er sagt: Hütet euch vor der Übertreibung in der Religion, denn diejenigen, die vor euch gelebt haben, hat die Übertreibung in der Religion vernichtet. Und Allah sagt im Koran über die Leute von Ahlul Kitab, denn mit diesem Hadith sind die Leute gemeint, die vor uns gelebt haben, das heißt Juden und Christen. Dort sagt er, im Koran: Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqa'a ila Maryam wa ruhun min. Das heißt, o ihr Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt über Allah nichts als die Wahrheit. Wahrlich, der Messias, der Sohn der Maria, ist der Gesandte Allahs und ein Wort, das er zu Mariam gesandt hat oder geworfen hat, und eine von ihm erschaffene Geist. Ja. Mit dem Wort ist gemeint, dass Allah gesagt hat, kun fayakun. Das heißt, er ist nicht durch männlichen Samen entstanden, sondern durch den direkten Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Nun hat er uns gewarnt, der Prophet a.s. in der Religion zu übertreiben. Und damit ist nicht gemeint, ja, wenn du ein Bart hast, dann hast du übertrieben in der Religion, denn das ist ja ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern übertrieben ist, dass man die Grenzen überschreitet. Und es gibt leider einige Leute, die sich dem Islam zuschreiben und die viele Menschen in die Irre geführt haben, weil sie die Grenzen überschritten haben. Und dazu gehört eine Gruppe, die übertrieben haben in den Leuten von Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, die Leute der Familie, wie beispielsweise Ibn Abbas, den sie übrigens nicht dazu ziehen, wie beispielsweise Ali, wie beispielsweise Fatima, wie beispielsweise Hassan, Hussein und so weiter und viele andere. Diese Menschen sind alles Menschen, die wir lieben und die besonders gut sind und die sich für diese Religion eingesetzt haben und die wir lieben, weil Allah sie liebt. Und weil der Prophet bezeugt hat, dass sie gute Menschen sind. Aber was man nicht darf, ist übertreiben in der Liebe. Denn was haben die vorigen Gruppen gemacht? Sie haben uns Isa ibn Maryam, den wir lieben müssen. Wir lieben Isa ibn Maryam, weil wir die mittlere Umma sind. Ja, das sagt Allah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ أُمَّةً وَسَطًا. Ihr seid eine mittlere Umma. Ja. Isa ibn Maryam, also Jesus, die Juden haben übertrieben, sie haben ihn als Scharlatan dargestellt. Die Christen haben übertrieben, sie haben ihn von einem Diener Gottes zu einem Anbetungsobjekt gemacht. Jemand, den man um Fürsprache bitten kann, wo man sagen kann, hier, helfe mir. O Jesus Christus, sei unser Kasse, so sagen sie. Segne, was du uns beschert hast, so sagen sie am Essenstisch, die Christen. Ja, nicht, dass man das jetzt nachspricht, nur ich gebe das als Beispiel. Das ist klarer Schirk. Im Islam ist es verboten, jemand anderen neben Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, Dua zu ihm zu machen. Es ist verboten, weil das eine Anbetung ist. Der Prophet a.s. hat gesagt, Ad-Dua hu al-Ibadah. Die Dua, das Bittgebet ist die Ibadah. Und an anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wa'abudu Allah wa la tushriku bi shay'a. Dient Allah und macht keinen Schirk ihm gegenüber. Das heißt, wenn der Dua Ibadah ist und Allah sagt, macht keinen Schirk und nennt das Gegenteil von Schirk die Ibadah, den Gottesdienst jemand anderen zu widmen außer Allah, so ist die Dua zu jemand anderem außer Allah eindeutiger Schirk. Diese Leute haben dann angefangen, die Menschen, die wir lieben müssen, wie Hassan und Hussein, fast göttlichen Status zu geben, dass sie sagen, kein Atom im Universum funktioniert außer durch ihr Dasein. Oder dass sie sagen, diese Menschen sind völlig fehlerfrei, ja, wissen, was vor ihnen liegt, was nach ihnen liegt, etc. Und das kann man in den Büchern nachlesen. Nur diese Gruppe ist natürlich eine Gruppe, und das wissen viele Anhänger nicht, die durch den Satan indirekt gemacht wurde, um die Muslime in die Irre zu führen.
Genau wie der Satan die Christen in die Irre geführt hat, indem er ihnen ins Herz eingeflüstert hat, hier, Jesus ist der Sohn Gottes, das ist Gott und ihr könnt ihn um Hilfe bitten. Ja, und wenn ihr das nicht tut, dann heißt das, ihr liebt diese Leute nicht. Genauso hat er diesen Leuten eingeflüstert, wenn ihr die Leute von Ahlul Bayt nicht liebt und nicht für sie um Hilfe bittet, dann zeigt das, dass ihr sie nicht liebt. Und ihr müsst doch die Familie vom Propheten Friede und Segen auf ihm lieben. Aber sie haben übertrieben, weil lieben ist die eine Sache und zu sagen, jemand ist völlig fehlerfrei, ist eine andere Sache. Und deswegen, um die Menschen vor diesem Irregehen zu warnen, erwähnen wir eine Sache, denn sie haben auch in einer anderen Sache übertrieben. Sie haben auf der anderen Seite die Sahaba, diejenigen, die im Koran gelobt werden, über diejenigen, wo Allah sagt, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Gläubigen hervorgekommen ist. Über sie sagen sie, dass sie alle Ungläubige geworden sind. A'udhu billah. Nachdem der Prophet verschieden ist, sind sie alle Ungläubige geworden, bis auf wenige. Wenn Allah sagt, ihr seid die besten Menschen, die unter den Menschen hervorgebracht worden sind, wie kann es dann sein, dass diese Menschen im Nachhinein alle Kuffar werden? Es kann nicht sein. Allah würde niemals zu ihnen sagen, ihr seid die besten Menschen, die unter den Welten hervorgekommen ist. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Das würde Allah niemals sagen, wenn diese Leute bis auf 5, 6, 7 oder was es auch für Riwayat gibt, alle zu Ungläubigen geworden sind. Und das ist das, was diese irregegangenen Übertreiber behaupten. Und jetzt muss man festhalten, ja, hier wird übertrieben. Auf der einen Seite wird aus Ahlul Bayt werden Anbetungsobjekte gemacht. Auf der anderen Seite werden die Menschen, die die Botschaft überbracht haben, die für die Religion gekämpft haben, das ist rein aus der Historik schon bewiesen, werden zu Ungläubigen erklärt. Warum? Das ist der Weg des Satans. Auf der einen Seite, wie bei den Christen, Leute zu erhöhen, auf einen fast göttlichen Status zu bringen, dass man sie anbeten kann, wie die Christen auch ihre Mönche angebeten, ihre Heiligen anbeten, um Fürsprache bitten. Der heilige Petrus ist für das Wetter da, der heilige dies ist dafür da, der Thomas, den ruft man an, wenn man etwas sucht, ja beispielsweise. Genauso hier, dass auf einmal man um die Kaaba geht, wo man Allah am nächsten ist, und dann ruft man, ja Hassan, ja Hussein, mache dies für mich, mache das für mich. Hassan und Hussein haben damit nichts zu tun. Radiallahu anhuma. Weil sie gehören zu den besten Menschen, die es jemals gegeben hat. Waren diese Menschen übertrieben. Genauso wie Jesus nichts mit denen zu tun hatte, die ihn heute anbeten. A.s. Aber hier ist der Punkt. Und dann haben sie auf der anderen Seite übertrieben, hat der Satan ihn eingeführt, dass die Sahaba, die die Religion getragen haben, Ungläubige sein sollen. A'udhu billah. Warum? Warum hat der Satan das eingeführt? Und da sagt Abu Zar al-Razi sagt dazu, dass diejenigen, die versuchen, die Sahaba als Ungläubige zu bezeichnen, dass das diejenigen sind, die im Nachhinein damit sagen wollen, dass die Botschaft verfälscht ist. Denn es ist heute bewiesen, der Koran, die Manuskripte, die wir heute haben vom Koran, beispielsweise in Taschkent oder in Istanbul, das sind Manuskripte aus der Zeit von Uthman. Das sind Manuskripte, die rein geschichtlich bewiesen von Uthman geschützt wurden. Und wenn du jetzt sagst, Uthman, radiallahu anhu, sei angeblich, und möge Allah bewahren, schlecht gewesen, was macht man dann damit? Dann wird man gleichzeitig Zweifel am Koran wecken. Und gleichzeitig Zweifel an der Sunna bringen. Wenn man den Überbringer der Botschaft als nicht vertrauenswürdig bezeichnet, dann hat man gleichzeitig die Botschaft vernichtet. Und das ist das, was diese Leute indirekt machen. Und viele von ihnen haben das bestimmt gar nicht vor. Und ich gebe deswegen nur ein Beispiel, das zum Nachdenken da sein soll. Wenn angeblich Umar radiallahu anhu, waliyadhu billah,
kein guter Mensch gewesen sein, sondern sogar ein Käfer gewesen sein soll. Der Mensch, der den Islam vom Marokko, vom weiten Westen bis zum weiten Osten verbreitet hat, der für diese Botschaft getötet wurde, wenn dieser Mensch angeblich ein Käfer sein sollte und Ali angeblich fehlerfrei sein soll, sowohl in weltlichen Dingen als auch in religiösen Dingen. Wobei Allah im Koran sagt über den Propheten Mohammed, dass er auch weltliche Fehler machen kann. Allah sagt beispielsweise in Surat Tauba, Afa Allahu ank, Allah soll dir verzeihen. Lema winte lahum, warum hast du ihnen das erlaubt? Beispielsweise, das ist ein ganz klarer Khitab. Der Prophet a.s.w. ist fehlerfrei, ma'sum, von Allah geschützt in der Überbringung der Botschaft. Aber nicht, was weltliche Dinge begeht. Er kann zum Beispiel menschlich, kann er zum Beispiel eine Entscheidung treffen, wobei eine andere Entscheidung besser gewesen wäre. Denn er ist auch ein Mensch. Genauso wie Adam beispielsweise vom falschen Baum gegessen hat. Genau wie Musa a.s.w. beispielsweise jemanden geschlagen hat. Beispielsweise wie Ibrahim a.s.w. Es werden verschiedene Dinge im Koran darüber erwähnt. Ja, das dazu. Jetzt, im Buch, dass diese Leute selber akzeptieren, von dem Gelehrten, der Tusi heißt, und das Buch heißt Ta'dhibul Ahkam, im Kapitel Bab Adadun Nisa, das Kapitel Anzahl der Frauen, wird erwähnt, dass Ali, der angeblich Ma'sum ist, fehlerfrei von vorne bis hinten, seine Tochter wem gegeben hat zur Heirat? Umar al-Khattab, den diese Leute, den diese Übertreiber als Käfer bezeichnen. Wenn dem so ist, haben wir nur zwei Lösungen. Entweder Ali ist nicht Ma'sum, weil er seine Tochter mit jemandem verheiratet, der ein schlechter Mensch ist. Und Allah sagt im Koran, in Sura 24, die guten Männer sind für die guten Frauen und die schlechten Männer sind für die schlechten Frauen. Oder Umar al-Khattab war ein guter Mann. Und in beiden Fällen ist dieser Madhab, der Übertreiber, der so viel Unheil über die islamische Welt gebracht hat, ein falscher, ein Irrweg. Und deswegen für alle Leute, die diesem Weg folgen, folge ich dem Satan. La taghlu fi dinikum, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hütet euch vor der Übertreibung, denn diejenigen, die vor euch waren, hat die Übertreibung in der Religion vernichtet. Qulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa al-muslimin, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.